psychowissenschaftlichen Grenzgebiete mit dem Protokoll Universum und außerirdisches Leben und Beginn der weiterführenden Fragestellungen, Kapitel 12, Teil 11. Lukas, Gott zum Gruß, liebe Freunde. Auch ich und mein Team begrüßen euch sehr herzlich. Wir freuen uns wieder für die Erkenntnis einer anderen Welt bei euch, für eure Erde und ihre Bewohnern arbeiten zu können und bitten um eure Fragestellung. Teilnehmer, wir fragten das letzte Mal, ob die Santiner die einzigen Lebewesen sind, die von Gott den Auftrag erhielten, uns auf Erden zu begleiten und zu beschützen. Eure Antwort war ja. Die Tumban-Stimme sagte nein. Lukas, diese Frage wurde nicht vollständig beantwortet. Wir hätten die Korrektur auch sofort durchführen können, doch das hätte so ausgesehen, als wenn sich das Medium selbst korrigiert. Es ist besser, dass auf dem Tonband ein Hinweis durchkam, dann ist dieser Einwand nicht so leicht. Es verhält sich so, dass die Santiner bei euch immer nur mit der Menschheit von dem Planeten Metaria gleichgesetzt werden. Das stimmt nur zum Teil. Sie gehören dazu, doch sie sind nicht allein. Die Menschheit von Metaria nennt sich anders. Das ist aber für euch nicht wichtig. Insgesamt sind mehrere, ihr würdet sagen, Zivilisationen an der Befreiung und Belehrung der Erde beteiligt. Diese Völker oder Rassen haben nicht alle den gleichen Stand in der geistigen und technischen Entwicklung, obwohl sie euch alle um viele tausend Jahre voraus sind. Die Menschen von Metaria haben einen geistigen und technischen Stand erreicht, den man als Endziel auf der materiellen Ebene bezeichnen könnte. Die Antwort hätte lauten müssen, dass zwar die Menschen des Metaria-Sterns beteiligt sind, aber viele andere Rassen ebenfalls. Insgesamt sind es etwa 20 verschiedene Sternenvölker, die im Erdenplan mitwirken, den Schutz bereitstellen und eure Erde hin und wieder besuchen. Frage: Du sprachst von unterschiedlichen Rassen. Auch auf der Erde gibt es unterschiedliche Rassen. Könnte dies seinen Sinn darin haben, Toleranz aufzubauen, um fremde Sternenvölker aus dem All friedlich begrüßen zu können? Lukas: Ja, das ist es. Weshalb sollten euch Außerirdische offiziell besuchen kommen, wenn ihr schon mit euren irdischen Rassen solche Probleme habt und euch gegenseitig verfolgt und vernichtet? Wie meinst du, würde das irdische Empfangskomitee aussehen, das die außerirdischen Sternenbrüder begrüßen würde? Ich denke, ich brauche eure Dienste und Instanzen nicht aufzählen. Ja, liebe Freundin, du hast es genau beschrieben. So ist es. Ihr müsst zunächst einmal mit euch selber klarkommen und die Unterschiedlichkeit in den eigenen Reihen akzeptieren lernen, bevor ihr mit Menschen kontaktiert werdet, die vielleicht eine bläuliche Haut und eine weiße Haarfarbe besitzen, die sie aufgrund der Strahlung ihrer Sonne erhielten, oder die große Köpfe besitzen, große Augen und eine völlig andere Augenfarbe. Von der Vielzahl anderer Lebensformen, die nicht human sind, will ich erst gar nicht reden. Es gibt für euch noch viel zu tun und zu lernen. Sollte es jedoch zu einem Ereignis kommen, dass der Bestand des Planeten Erde gefährdet ist, dann würde eingegriffen werden und ihr würdet konfrontiert mit einer Andersartigkeit, die ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Das heißt aber nicht und niemals, dass dieser Eingriff in kriegerischer Absicht geschieht, wie das vielfach vermutet wird. Alles geschieht im Sinne unseres Herrn, der auch euer
Herr ist der Herr über Leben und Tod. Bemerkung: Damit ist die oft gestellte Frage, warum die Santiner nicht offiziell landen und nicht häufiger gesehen werden, beantwortet. Derzeit können die meisten Menschen der Erde mit dieser Andersartigkeit gar nicht umgehen. In Klammern eine Tonbandstimme. Das ist richtig. Weiter mit Lukas. Ja, so ist es. Die Raumschiffe werden gesehen, aber nicht von allen Menschen und auch nicht zur gleichen Zeit. Du kannst davon ausgehen, dass diejenigen, welche die Schiffe oder auch nur ein Schiff gesehen haben und vielleicht sogar einen persönlichen Kontakt hatten, völlig andere Menschen geworden sind, anders in ihrer Einstellung zu sich selbst und zum Leben insgesamt. Frage: In einem Bericht heißt es, dass NASA-Wissenschaftler vermuten, dass das Innere des Mondes mit einer elastischen, schlammartigen Flüssigkeit gefüllt sein könnte. Die Vermutung stützt sich auf Untersuchungen des Mondes mit Lasern. Haben die Wissenschaftler recht? Lukas: Der Mond hat in der Tat einen völlig anderen inneren Aufbau als die Erde. Die Oberfläche des Mondes schwingt stark nach, wenn sie von großen Massen aus dem All getroffen wird, vergleichbar mit einem gespannten Fell über einer Trommel. Der Mond ist zum großen Teil eine hohle Welt, in deren inneren Struktur Stationen eingebaut wurden, die allerdings verlassen sind. Diese unter der Mondoberfläche liegenden Stationen werden noch entdeckt werden. Zweifelsfrei. Wechsel im Schriftbild. Seetun. Es sind Stationen von uns, die vor langer Zeit aufgegeben wurden. Ich begrüße euch herzlich. Hier schreibt Seetun. Ich bin im Hintergrund, weil Lukas erheblich besser, das heißt schneller schreibt als ich. Ich melde mich aber gerne, wenn ihr es wünscht. Lukas. Na also, es geht doch. Mein Medium hatte angenommen, dass Seetun gar nicht anwesend sei. Das Gegenteil mussten wir ihm beweisen. Bitte die nächste und letzte Frage, da wir die Medien wechseln möchten. Frage: Entwickelt sich unsere geistige Reife parallel zur technologischen Reife und müssen wir dazu in Vorleistung gehen, bevor entsprechende Inspirationen eurerseits erfolgen können? In Klammern eine Tonbandstimme. Natürlich. Lukas. Ihr erhaltet Inspirationen, wenn große Prüfungen anstehen. Das Ergebnis der Prüfungen ist eure, wie du sagst, in Anführungszeichen, Vorleistung für weitere Inspirationen. Ein Mensch kann viel versprechen, doch wenn es darauf ankommt, wird häufig gekniffen. Daher muss der wahre Charakter von göttlicher Seite abgeprüft werden. Das heißt, ihr werdet mit Situationen konfrontiert, in denen ihr zeigen müsst, wie eure innere Einstellung wirklich ist. Die Reaktion eurerseits ist nicht vorhersehbar, da ihr Menschen mit einem freien Willen ausgestattet seid. So gesehen ist es auch für das geistige Reich immer wieder spannend zu erleben, wie ihr euch entwickelt habt. Derzeit läuft wieder eine harte Prüfung für euch, die noch lange Zeit nach eurer Zeitrechnung anhalten wird, nämlich mehrere Jahre. Erst dann wird deutlich werden, ob ihr bereit und in der Lage seid, den nächsten evolutionären Schritt zu tun. Es hat mich gefreut, hier schreiben zu dürfen und verabschiede mich herzlich. Gott zum Gruß, Lukas. Die psychowissenschaftlichen Grenzgebiete mit dem Protokoll Universum und außerirdisches Leben, Ende Kapitel 12, Teil 11.